Ich fand den Vortrag von Ihnen, Herr Genüch, sehr gut, weil ich habe mich richtig gefreut, dass das Ministerium Nutzersicht in den Vordergrund stellt. Da das bei mir im Titel ist, müssen Sie damit rechnen, dass ich das auch so machen möchte. Und insofern, glaube ich, ist das eine wirklich sehr gute Ergänzung der Landesregierung zu den Akteuren vor Ort. Entschuldigung. Ja, es geht mir darum, heute Ihnen was zu erzählen über die E-Mobilität und speziell Quartierslösungen für die E-Mobilität. Und wenn man mal in einer Zahl verdeutlichen will, wo wir mit der E-Mobilität in Deutschland stehen, dann ist diese Zahl, die ich jetzt auch vor kurzem mal gehört habe, dass die Stadt Shenzhen über 16.395 E-Busse verfügt und dass in Deutschland knapp 300 E-Busse rumfahren. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Natürlich ist China ein bisschen größer und Shenzhen hat wahrscheinlich 10% der Bevölkerung von Deutschland oder sogar 15%. Aber nichtsdestotrotz, die Dimensionen zeigen, dass wir hier noch viel Nachholbedarf haben. Vor dem Hintergrund haben wir uns in der Tat vor einigen Monaten, ich denke schon über ein Jahr her, mit der Frage beschäftigt, was machen wir mit der E-Mobilität? Und das will ich Ihnen kurz vorstellen, weil auch wir wollen unseren Beitrag als Stadtwerk dazu leisten, E-Mobilität nach vorne zu bringen. Dabei hängt das natürlich eng mit unseren Geschäftsfeldern zusammen. Wir sind natürlich der Energieversorger von Münster, aber wir sind eben auch Mobilitätsanbieter mit dem ÖPNV in Münster. Der ÖPNV entwickelt sich weiter. Das ist, glaube ich, gerade aus dem Vortrag von Herrn Gönewig auch deutlich geworden. Insofern müssen wir auch auf neue Mobilitätsformen setzen. Gleichzeitig ist natürlich der Verkauf von Strom an Ladesäulen auch ein klassisches Geschäftsfeld für Stadtwerke im Energievertrieb. Also insofern, beides kommt hier zusammen und da können und wollen wir uns gar nicht aus der Verantwortung ziehen. Wenn es um die Frage geht, warum kommt die E-Mobilität nicht zum Fliegen, dann ist dieses übliche Henne-Ei-Problem. Liegt es eigentlich an den Autos, es gibt zu wenig Autos, sie sind zu teuer, oder liegt es an der Infrastruktur, kein Mensch kauft sich ein Auto, weil er das Auto nicht aufladen kann. Und dann guckt man immer auf die öffentliche Infrastruktur und ich glaube, genau da ist der Fehler, weil die öffentliche Infrastruktur, das werde ich jetzt gleich erläutern, das ist nicht die Lösung. Ich will aber noch mal ein Stück zurückgehen, wenn man schaut, wie sieht das mit den Autos aus. Es gab eine sehr interessante Untersuchung vom ADAC Anfang des Jahres. Ich kann nicht beurteilen, ob die fachlich gut ist. Die sieht aber fachlich gut aus jetzt erstmal, wo gesagt worden ist, Cent pro Kilometer verglichen Diesel und E-Auto. Und da will ich mal nur ein Beispiel rausgreifen, der i3 aus der BMW-Familie, der 31,8 Cent pro Kilometer hat und der Mini Cooper aus der BMW-Familie Diesel mit 28,9 Cent pro Kilometer. Das ist nicht weit auseinander. Das ist zwar für 30.000 Kilometer, wenn man 15.000 Kilometer macht, ist es ein Cent mehr, aber es ist nicht weit auseinander. Das Kostenargument kann allenfalls sein, dass die Anschaffungskosten hoch sind und Leute abschrecken. Aber wenn man es auf einen Kilometer umrechnet, E-Autos sind einfach günstiger, dann ist das gar nicht mehr so. Und wenn man dann schaut, gut, also an den Autos eigentlich dürfte es nicht liegen, dann kann man ja sagen, vielleicht liegt es an der Infrastruktur. Und genau da sind wir natürlich selbst betroffen. Wir haben 13 Säulen in Münster. Wir bieten kostenloses Tanken an, allerdings nur, wenn man unser Kunde ist. Und das ist bisher alles öffentlich, was wir da machen, bis auf unsere eigenen Säulen. Und wenn man das mal anschaut, wir haben da so einen Mix. Wir haben Säulen in den Parkhäusern, wir haben Säulen beim Einzelhandel, wir haben Säulen an City-Standorten, zentralen City-Standorten und auch an den Unis, FH und WWU. Und wir sehen, die Auslastung von diesen Säulen ist katastrophal schlecht. Also wir haben irgendwie so teilweise 1% Jahresauslastung und das Maximum ist bei einer Säule, da ist ein Dauerparker dran, im Parkhaus Engelnschanze hier in Münster, da sind wir bei 8%, das ist das Maximum. Aber die sind im Schnitt eher bei 2%. Und das ist natürlich die Frage, woran liegt denn das? Und man kann da sicher viele Antworten geben. Eine Antwort ist sicher auch, aber nicht das Wichtigste, dass die Säulen zugeparkt werden. Gerade die Innenstadtsäulen sind wunderbare Parkplätze. Wenn man da ein E-Auto hat, dann stellt man sich da hin und kann den ganzen Tag parken. Das kostet nichts, man ist so zentral wie sonst niemand. Also das ist natürlich eine der Gründe, aber das ist sicher nicht der Hauptgrund. Der zweite Grund ist natürlich klar, niedriger Fahrzeugbestand. Auch in Münster gibt es noch nicht so viele Autos, die da rumfahren. Aber, und dann sind wir bei der Nutzerorientierung. Man muss sich mal die Frage stellen, wer braucht eigentlich so eine öffentliche Ladeinfrastruktur? Und der typische zukünftige Massennutzer, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier 10% E-Autos in Deutschland haben, was sind das für Leute? Sind das die, die heute die öffentliche Ladeinfrastruktur nehmen oder sind das vielleicht andere? Und genau da haben wir das nachgeschaut und haben dann
versucht mal nach den Kriterien, welche Anforderungen an die Reichweite haben die Nutzer, welche Kostenargumente sind da und welche Laufleistung hat auch der einzelne Nutzer. Da haben wir mal versucht, Nutzertypen voneinander abzugrenzen, und ich will jetzt mal einfach versuchen, diese verschiedenen Typen, das gibt es ja noch mehr, aber sehr typische Typen, mal abzugrenzen. Also es gibt zum einen, da bin ich jetzt selber auch schon in der Situation gewesen, den Manager mit dem Dienstwagen. Also ich habe vor 3 Jahren habe ich mich gegen einen Tesla entschieden. Ich will sagen, das liegt daran, weil ich dann im Urlaub, sag mal, wenn ich in die Normandie fahre, da hätte ich immer bis Paris fahren müssen, um den Tesla zu tanken, weil kein Roaming möglich war. Und natürlich ist das kein Geschäftsmodell, was für einen Urlaubswagen gut ist. Also insofern, das ist sicher ein Thema. Es wird auch gefördert. Also das habe ich auch so aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung entnommen. Das soll auch steuerlich gefördert werden. Mit Sicherheit sind das zum großen Teil Vielfahrer, und deswegen sollte man die auch, weil die auch letzten Endes natürlich das als, sag mal, Leistung ihres Arbeitgebers bekommen, sollte man die auch im Visier haben. Dann Gewerbeflotten. Gewerbeflotten fahren viel rum, sind meistens im lokalen Bereich unterwegs, und ich habe wahrgenommen, dass das Umweltministerium auch hier besondere Fördermittel eben geben will. Das ist mit Sicherheit ein sehr guter Ansatz. E-Busse haben wir selber welche, 5 Stück immerhin, werden auch demnächst 10 sein. Da ist es aber so, die tanken mit Sicherheit nicht an der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Das sollte klar sein, übrigens der Manager auch nicht, der tankt natürlich auch in der eigenen Tiefgarage. Dann haben wir, und das ist die Zielkundengruppe, die Pendler ausfindig gemacht. Die Pendler fahren viel. Die belasten ja letzten Endes auch die Stadt Münster im Augenblick. Und die Pendler haben eine Reichweite, wo man eigentlich mit der herkömmlichen Reichweite eines E-Autos gut hinkommt. Das geht ja so bis 160, 170 Kilometer mit so einem i3 heute. Das ist eine Reichweite, da kommt man morgens hin und abends wieder zurück. Aber auch die tanken natürlich nicht an der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Wer kann sich vorstellen, jetzt, wenn wir jetzt mal vor der Entscheidung stehen würden, wir tanken unser Auto irgendwo in der Innenstadt und gehen dann 3 Kilometer zum Arbeitsplatz. Wer macht denn sowas? Das ist vollkommen unsinnig. Also insofern, der Arbeitgeber muss für Lademöglichkeiten sorgen und die Wohnungsgesellschaften müssen für Lademöglichkeiten sorgen, damit die Pendler hier entsprechend auch Alternativen bekommen. Dann haben wir Freizeit und Einkauf. Da werden auch sehr viele Leute zu Hause tanken, aber das kann tatsächlich sein, dass man natürlich während des Einkaufs dann auch mal schnell an der Ladesäule auflädt. Besucher, das sind meines Erachtens die Hauptnutzer unserer heutigen Ladesäulen, wobei, da gebe ich zu, kommen sicher vielleicht auch entsprechende Bemerkungen in der Diskussion, wir haben bisher keine gute Abrechnungsfähigkeit gehabt für Leute, die außerhalb von Münster waren. Die waren nämlich nicht unsere Kunden und dann konnten die auch nicht tanken. Also insofern, das wird sich jetzt ändern, das ist auch unsere Strategie, und ich denke aber trotzdem, einige werden bisher schon eben Besucher gewesen sein. Wenn die eben aus Osnabrück kommen und ansonsten nicht mehr zurückkommen, dann müssen die natürlich in Münster laden können. Die sind die Zielgruppe für die öffentliche Tankstelle, aber auch für Hotels. Meines Erachtens in dem Hotelsegment ist auch eine gute Chance für E-Mobilität, weil das ein Wettbewerbsfaktor für die Hotels ist. Und sicher auch auf der Autobahn, klar, für Schnellladestationen und auch im Einzelhandel. Und dann will ich so langsam mal mich dem Thema nähern, Carsharing. Carsharing sind natürlich auch E-Mobil, sowohl hier in Münster über Stadtteilauto, noch in den Anfangsphasen, aber eben auch eben Drive Now oder Car2Go in den großen Städten. Die kommen nicht nach Münster, weil Münster zu klein ist. Aber man muss sagen, da sind besondere Herausforderungen, wenn man diese herkömmlichen Carsharing-Systeme nimmt, also insbesondere DriveNow, Car2Go. Wenn die nämlich letzten Endes leer sind, und ich nutze das auch selber, ich nutze immer, versuche die Sachen, über die ich rede, auch selber zu nutzen immer, das ist, verschafft einem dann doch einen gewissen Argumentationsvorteil. Wenn da 20 Kilometer Reichweite drauf sind, dann tue ich einen Teufel und tanke den irgendwo auf, sondern ich stelle den ab und dann lasse ich das BMW's Sorge sein. Und das ist ein hoher Kostenfaktor für diese Carsharing-Unternehmen. Also insofern, das Thema Carsharing allgemein und E-Mobilität, das wird nicht der Punkt sein, über den ich heute berichte, sondern quartiersbezogenes Carsharing, und das soll dann auch E-Mobil sein. Um das nur abzuschließen, unsere Strategie wird darauf hinauslaufen, dass wir eben jetzt zukünftig Abrechnungs- und Reservierungsmöglichkeiten auch für fremde Nutzer schaffen. Die werden übers Internet, wenn die unsere Säulen finden, die können das mit Roaming auch entsprechend abrechnen. Die Kritik, die da geäußert worden ist und berechtigt war in der Vergangenheit, die ist damit nicht mehr relevant. Wir werden damit uns für die Besucher natürlich auch öffnen. Also die öffentliche Infrastruktur wird auch weiterhin unser Bestandteil sein.
Aber unser Schwerpunkt wird sein, A, die Pendler. Da sind wir derzeit in Vorbereitung mit unserem Geschäftskundenvertrieb Energie, dass wir dann eben mit den Unternehmen als Arbeitgeber reden, aber eben auch natürlich mit der Wohn- und Stadtbau, um zu gucken, wie können wir das in den Tiefgaragen machen, damit die Leute zu Hause auch tanken können. Und Carsharing in der Form des Quartierbezogenen. Damit möchte ich überleiten zu dem Thema E-Mobilität im Quartier und möchte das ein bisschen gliedern, nämlich drei Fragen stellen, die wir uns in diesem Zusammenhang, als wir gesagt haben, lass uns das doch mal überlegen, vielleicht so ein bisschen getrieben von der Opportunität, dass wir zwei Konversionsgebiete in Münster haben, die zwei Kasernen, York und Oxford-Kaserne, die komplett neu bebaut werden, und grüne Wiese-Ansätze sind immer optimal für solche Projekte. 3000 Wohneinheiten in Summe, das ist natürlich auch eine Größenordnung. Und vor dem Hintergrund haben wir uns gesagt, da sollten wir eine Lösung entwickeln, und da haben wir die erste Frage uns gestellt, was ist denn das Besondere an dem Quartier? Was heißt das eigentlich aus Nachfragesicht? Was ist aus Nachfragesicht eine quartiersbezogene Mobilität? Und da geht es direkt mit der ersten Frage los. Ist das ein Neubaugebiet? Sind nur das die Quartiere, die wir anschauen, oder eben auch Bestand? Ich muss sagen, der Neubau ist uns lieber, weil beim Neubau ist klar, dann habe ich mit dem Verkauf und der Erstvermietung von Wohnungen habe ich natürlich eine Werbemöglichkeit, die ich im Bestand nicht habe. Da muss ich Häuserkampf machen, da muss ich jeden einzelnen anklingeln, anschreiben, antelefonieren, um ihn da zu einem Nutzer zu machen. Das ist viel schwieriger, als in der Vermarktungsphase für die Wohnung das zu machen. Und natürlich, das ist auch hier, glaube ich, in der Vorwort zu der Veranstaltung gesagt worden, die Flächen stehen oft gar nicht zur Verfügung. Also wenn wir hier bei uns eben doch einige 30 Autos da zukünftig aufladen wollen, da braucht man schon eine gewisse Fläche. Und auch die Netzinfrastruktur, die ja auch darauf ausgerichtet sein muss, auch die ist häufig, wenn man einfach in den Bestand geht, nicht da. Und deswegen, ja, beides sollte quartiersbezogene Lösungen auch, sollten dafür möglich sein, aber der Schwerpunkt liegt mit Sicherheit auf dem Thema Neubauquartiere. Was ist das Zweite, was besonders wichtig ist bei E-Mobilität oder bei der Frage, was ist jetzt eigentlich Quartiersmobilität? Wir haben immer ein ortsbezogenes Mobilitätsverhalten. Wir gehen davon aus, dass wir hier über Autos reden oder über Fahrzeuge, über Mobilität reden, die eben nicht Langstrecke oder Pendler umfasst, sondern hier geht es um den klassischen Zweitwagen. Das heißt, die Freizeitmobilität, die man da hat, einkaufen, Arzt, Kinder zur Schule bringen, all diese Dinge, das ist letzten Endes aus unserer Sicht das, wo wir diese ortsbezogene und damit quartiersbezogene Mobilität abgrenzen können von anderen Formen. Was natürlich auch bedeutet, bei einer quartiersbezogenen Mobilität, die Verkehrsmittel, was auch immer das ist, muss in Reichweite sein. Die Leute wollen nicht 150 oder 200 Meter gehen. Ich vermute mal, die Grenze ist irgendwo bei 100 Metern. Vielleicht ist das etwas übertrieben, aber wenn ich das so ein bisschen sehe aus dem Fußgängerverhalten oder auch Parkverhalten, sagen wir mal eher bei den WBI-Parkhäusern, die ja auch zu den Stadtwerken dazugehört, dann habe ich schon gehört, dass viele Leute eben in die Engländerschanze nicht gehen, sondern die stehen lieber eine halbe Stunde vor den Münsterarkaden an, weil da muss man ja dann nochmal 300-400 Meter gehen. Also man sollte das nicht unterschätzen, und das übrigens auch, Herr Dr. Gönewig, Sie haben es als Komfort bezeichnet. Ich gebe Ihnen da 100% recht. Oft spielt der Preis gar keine so eine große Rolle, sondern es ist Komfort. Ich sage immer das englische Wort Convenience, weil das Land, was solche Sachen entwickelt hat, hat dann meistens auch die passenden Begriffe dafür. Aber jeder weiß, was gemeint ist. Es muss einfach sein, es muss leicht sein, es muss irgendwie Spaß machen halt, und es darf nicht kompliziert sein. Dann das Nächste, auch das hatten Sie gesagt, Multimodalität, der Verkehrsträgermix. Wir reden ja hier darüber, dass wir eigentlich den Zweitwagen ersetzen wollen, und gerade dann ist natürlich klar, dass wir eben alle möglichen Verkehrsträger anbieten sollten, damit der Kunde die Möglichkeit hat, wenn der eine nicht zur Verfügung steht oder zu lange dauert, dass er den anderen Verkehrsträger nimmt. Das ist auch ein Bestandteil dieser quartiersbezogenen Mobilität, und wenn man mal überlegt, was bräuchte man so? Einen Transport. Für Transport braucht man Lieferwagen. Wenn man bei IKEA einkauft, braucht man einen Lieferwagen. Wenn man zu H&M mit den großen Taschen fährt, dann braucht man vielleicht einen PKW. Wenn man abends unterwegs ist und was isst und was trinkt, dann möchte man vielleicht lieber Bus fahren, weil man dann ansonsten die Alkoholproblematik hat. Und bei schönem Wetter fährt man natürlich Rad. Das kennen wir in Münster. Also insofern, die Multimodalität, so hatten Sie es ja auch letzten Endes gesagt, hat ihre Gründe in den Präferenzen von den Nutzern. Und die Nutzer, das sind wir. Also wir können uns alle selber fragen, wie würden wir es machen? Da sind wir schon gleich Experte.
Zweite große Frage, warum sollten wir überhaupt Lösungen für Mobilität im Quartier anbieten? Ich habe schon gesagt, das Ziel sollte sein, dass die Leute, die da hinziehen, keinen Zweitwagen haben. Das muss das Ziel sein. Die sollten eine Mobilitätslösung haben, die es nicht mehr erforderlich macht, einen Zweitwagen zu machen. Und wenn man mal so sieht, irgendwo Durchschnittsnutzungsgrad von solchen Zweitwagen vielleicht bei 10%, und wir haben, sagen wir mal, eine Jahreskosten von 4.000 Euro. Wenn wir nur das bezahlen, was wir nutzen, hätten wir im Jahr nur 400 Euro. Wir würden 3.600 Euro sparen. Das ist irgendwo das, was aus Sicht des Nutzers eigentlich, was die Kosten betrifft, oben ankommen muss, wofür wir natürlich auch Werbung machen müssen. Also insofern, das muss das Ziel sein und dadurch eben aus unserer Sicht, als Anbietersicht, wirtschaftlich, wir hätten eine dauerhafte Nutzung. Wenn einer keinen Zweitwagen mehr hat, dann nutzt er eben unsere Angebote sehr viel mehr, als wenn er immer die Alternative Zweitwagen hat. Und natürlich auch ökologisch. Wir haben also ein E-Carsharing oder ein ÖPNV statt Diesel-Pkw. Ich versuche das mal einfach so zu polarisieren. Natürlich, wenn die Leute in ihrer eigenen Tiefgarage ein E-Auto haben wollen, ist das auch umweltfreundlich. Dann ist nur das Kostenargument. Aber wenn man es einfach mal den heutigen Fall sieht, das sind es eben vorwiegend Benziner oder Dieselfahrzeuge, dann wäre es eigentlich besser, die würden ein E-Carsharing dann machen. Dritte Frage, was wäre dann das Nutzerangebot? Also die Ableitung aus diesen Vorüberlegungen, wie könnte man das machen? Und wir sind zu der Antwort gekommen, das ist jetzt schon durchgeklungen. Wir wollen eine Kombination aus E-Carsharing und ÖPNV anbieten. Und wir wollen damit natürlich dem Kunden die Möglichkeit geben, mehr Kundennutzen zu haben. Wir wollen insbesondere das Segment der Tagesfahrten mit kurzer Reichweite als ideales Marktsegment für E-Mobilität eben auch erreichen. Wir wollen eine gute Erreichbarkeit bei zentraler und wohnungsnaher Station möglich machen, dass die Leute eben nicht weit gehen müssen. Wir wollen es ökologisch machen mit Ökostrom für die E-Mobilität und ÖPNV, der sowieso ökologisch gut ist. Und auf diese Art könnte man tatsächlich den Zweitwagen optimal ersetzen. So einfach ist es aber nicht. Da gibt es noch ein paar Voraussetzungen, die auch erfüllt sein müssen, damit das Ganze zum Fliegen kommt. Übrigens, wir haben das noch nicht umgesetzt. Nicht, dass da irgendjemand denkt, ich rede jetzt schon bei den Herausforderungen, den Erfolgen aus Erfahrung. Wir sind noch in der Konzeptphase halt. Aber die Kasernen sind ja noch nicht bebaut. Also insofern haben wir da ja vielleicht noch ein bisschen Zeit. Also die Voraussetzung ist das, was ich eben gesagt habe. Wir müssen es convenient machen. Wir müssen es komfortabel machen. Die Leute müssen einfach Spaß daran haben, das zu machen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen ab und zu mal eben Berlin, Düsseldorf oder eben auch München sind. Wie gesagt, als ich da war, habe ich sofort, also meine Tochter wohnt in Berlin, meine Schwiegereltern in München, und da habe ich sofort mich bei DriveNow angemeldet und ich miete, wenn es geht, immer ein i3. Und das sind 20 Euro, die man einmal bezahlt und alles andere ist nur noch nutzungsabhängig. Und es macht einfach Spaß, weil man hat ja sonst kein E-Auto und E-Autofahren für mich macht Spaß. Wer da keinen Spaß dran hat, der kann dann auch ein Cabriolet mal mieten oder auch anders unterwegs sein. Aber Carsharing, meines Erachtens, wenn man es mal so ein bisschen ausprobiert hat, ist was die Leute toll finden, convenient finden halt. Und insofern, das ist ganz wichtig, dann natürlich niedrige Kosten, darüber hatte ich schon gesprochen, die Potenziale sind ja da. Und dann ganz, ganz wichtig, und da wird möglicherweise dann auch die Sache schwierig. Wir müssen im Grunde den Leuten eine Verfügbarkeitsgarantie geben von, ich sage es mal einfach, ohne dass wir es analytisch abgeleitet haben, von größer 90%. Wenn ich auf mein Auto verzichte und ich habe eine 50-50 Chance, ob ich jetzt ein Auto da habe oder nicht, das wird nicht angenommen. Also insofern, alles, was in diesem System designt wird, die ganzen Parameter, die Stellschrauben, die man da eben in der Hand hat, die müssen darauf hinauslaufen, dass man mit möglichst wenig Kosten eine Verfügbarkeitsgarantie hinbekommt und möglichst nah, also weit über 90% am besten es schafft, diese Verfügbarkeit auch zu bekommen. Mittel der Wahl dafür ist erstmal Exklusivität. Wir sagen, es muss exklusiv sein für die Nutzer. Das ist auch deswegen so, weil die Nutzer in so einem Quartier dann homogen sind. Und wenn ich homogene Nachfrage habe, das ist jetzt eine Frage der Statistik, dann kann ich die sehr viel besser prognostizieren, als wenn ich heterogene, sehr unterschiedliche Nutzer habe. Dann habe ich Ausschläge und letzten Endes, da komme ich zum nächsten Punkt, ich muss natürlich genug Angebot für die Peak-Nachfrage vorhalten. Das wird teuer. Das letzte Fahrzeug, was ich da hinstelle, die letzte Säule, die ich da hinstelle, die hat dann eben nur noch eine Auslastung von 20%, weil die den absoluten Peak abdeckt. Je besser ich die Nachfrage prognostizieren kann, desto weniger
sagen wir mal, schlecht ausgelastete Autos und Säulen kann ich dahin, muss ich da hinstellen. Also insofern, das ist auch aus dem Grunde wichtig. Wie gesagt, die Angebotskapazität muss einfach so bemessen sein, dass die Leute auch immer ein Auto haben. Natürlich gehört die Reservierungsmöglichkeit dazu. Das ist heutzutage einfach das A und O und einfach, da redet auch keiner mehr drüber, dass man eine App hat, wo man sagen kann, am besten schon eine Woche vorher, aber natürlich auch eine Stunde vorher oder eine halbe Stunde vorher, ich möchte jetzt ein Fahrzeug reservieren. Und wenn ich das eine Woche vorher reserviert habe, weil ich weiß, ich muss da früh ins Büro, muss meine Tochter noch zur Schule bringen, ich brauche das dringend, ich will keinen Stress da haben und ich habe das eine Woche vorher reserviert, meines Erachtens, dann ist das die Nagelprobe. Wenn das nicht möglich ist, dann wird das nicht funktionieren, also die App gehört mit dazu. Dann müssen die Fahrzeuge immer aufgeladen sein. Aber das ist ja auch beim Quartiersmobilität gar nicht so unwahrscheinlich. Man würde das schwerpunktmäßig am Tag nutzen und nachts aufladen. Also insofern, das Nachtladen müsste eigentlich dafür sorgen. Und wie gesagt, die Prognosefähigkeit so gut wie es geht, dadurch, dass man eben eine homogene Nutzergruppe hat und natürlich statistische Algorithmen darüber laufen lässt, über die Nutzungsdaten, sollte das zumindest nach Durchführung von Pilotprojekten möglich sein. Inwieweit ist das dann wirtschaftlich? Wirtschaftlich für den Anbieter, indem man diesen Kostenvorteil, dadurch, dass ein Carsharing-Ansatz da ist, indem man den natürlich so nutzt, dass man auch eine Marge daran verdient. Das geht natürlich nur dann, wenn dieser Kostenvorteil, ne, also 10% von den 4.400 Euro kostet das, wenn ich da nochmal 50 Euro drauf mache oder 100 Euro, dann habe ich halt die Marge, die ich vielleicht brauche, um das investierte Kapital auch zu verdienen. Das ist natürlich der erste Punkt und das hängt eben mit diesem Sharing-Ansatz zusammen. Das ist der Grund, die Grundlage. Wenn ich natürlich riesen Peak-Kapazitäten habe, drei Autos dahinstellen muss, die fast nie benutzt werden, dann wird das nicht funktionieren. Ich muss gucken, dass ich einen Mindestauslastungsgrad für meine Flotte hinbekomme, da sage ich auch mal geschossen, mindestens 50%. Und was natürlich auch wichtig ist, wenn ich so ein Kombiangebot habe, E-Fahrzeug, Strom, Säule, Service und ÖPNV, dann kann ich natürlich auch quersubventionieren und ich kann auch, sagen wir, die Kalkulation als einen Gesamtpreis über alles machen. Auch das verhilft einem dazu, dass man möglicherweise eine Wirtschaftlichkeit in dieser Konstellation am ehesten hinbekommt. Aus Sicht des Nachfragers, die Reduzierung der Kapitalkosten durch das Sharing ist das Hauptmotiv sicher, was Wirtschaftlichkeit betrifft, aber eben auch Wegfall des Reparaturkostenrisikos. Man hat einfach nichts damit am Hut, man lässt das einfach den Carsharing-Anbieter machen. Diese Sorgen fallen weg und man hat auch keine Kosten für den Stellplatz. Und letzten Endes, ganz wichtig bei der Vermarktung, ist natürlich der Ökoeffekt. Sowohl Carsharing ist ökologisch gut, als auch E-Mobilität ist ökologisch gut. Und das muss man meines Erachtens bei der Werbung auch mit dazu tun. Jetzt ganz kurz noch, was ist unser Plan, was ist unser Konzept? Wir wollen das mit Partnern machen. Sowas alleine zu machen ist schlecht. Wir haben zwei Partner, das eine ist Stadtteilauto, weil Stadtteilauto selbstverständlich der Platzhirsch ist und wir damit auch zusammenarbeiten wollen. Und zweitens einen Pkw-Einzelhändler aus Münster, mit dem wir uns zusammentun wollen. Ob wir da zu dritt zusammenkommen oder nicht, da sind wir gerade in Diskussionen. Würde ich mich noch nicht dafür verbürgen, aber mit dem einen oder mit dem anderen kriegen wir das bestimmt hin. Die Summe, hatte ich gesagt, 30 Fahrzeuge mit 15 Säulen maximal, das ist das, was wir anfangen wollen, hängt aber von der Nachfrage ab. Also wenn wir zum Beispiel parallel ein traditionelles Stadtteilautosäule in dem Quartier haben, dann müssen wir das deutlich runterfahren, weil dann kannibalisieren sich die beiden Systeme gegenseitig, was wir eigentlich nicht wollen, aber das müssten dann andere entscheiden. Exklusivität für die Bewohner der Konservationsgebiete wollen wir haben, zumindest in der Testphase. Reservierung via App, hatte ich schon gesagt. Wir wollen das Busabo mit reinnehmen. In welcher Form, müssen wir gucken. Wir wollen gegebenenfalls sogar Parkfreistunden bei WBI mit reinnehmen. WBI, unsere Tochtergesellschaft. Also wenn wir, sagen wir, 1 Euro dazugeben, dann hat WBI 1 Euro mehr an Parkgebühren. Und insofern ist das für uns eigentlich letzten Endes das Gleiche. Es ist, man hat natürlich einen Marketing-Effekt dann auch mit dabei. So, Preismodelle, da gibt es verschiedene. Da kann ich jetzt nicht mehr so en Detail drauf eingehen. Aber vom Grundsatz her, man kann das natürlich machen, dass man sagt Umlage. Das heißt also, jeder, der da wohnt, zahlt im Monat, egal ob er es nutzt oder nicht, 20 oder 10 Euro. Das wäre uns natürlich mal ganz lieb, weil auf diese Art kann man den umlagefinanzierten öffentlichen Verkehr ausprobieren in einer kleinen Stelle, die nicht wehtut, wenn es jetzt tatsächlich auch gut ankommt. Also insofern,
Das fänden wir gut, aber wir merken nicht so viel Risikobereitschaft bei den Akteuren, mit denen wir über das Thema reden. Also lasse ich das mal gleich beiseite. Das ist jetzt nur vielleicht so eine Idee, die man da politisch auch mal weiterträgt. Natürlich ein Abo-Modell, das heißt, jeder, der es nutzt, zahlt einen Grundpreis und auch einen Nutzungspreis. Und von der Kämmerei hier ist der Vorschlag gekommen, möglicherweise natürlich durch gesparte Stellplätze, Stellplatz ablösen zur Finanzierung, zur Teilfinanzierung des Ganzen heranzuziehen. Das ist so das zur Finanzierung, was wir haben. Natürlich, ich hatte gesagt, Wettbewerb, der Individual-Pkw ist unser Wettbewerber, wenn die Leute das nutzen, auch der E-Individual-Pkw, der würde unsere Nachfrage reduzieren und das herkömmliche Carsharing. Damit bin ich auch beim Fazit. Ich glaube, die Idee ist prüfenswert. Wir haben Quartiersbewohner, die als eine sehr homogene Nutzergruppe für dieses Mobilitätsangebot in Frage kommen. Wir haben die Kombination aus Carsharing und Busangebot als ein aus unserer Sicht ideales Angebot für diese speziellen Nutzer. Wir haben das Glück, dass wir mit den zwei Konversionsprojekten jetzt die Möglichkeit haben, ein Pilotprojekt zu realisieren als Testmarkt, weil man muss natürlich gucken, wenn das nicht wirtschaftlich ist oder nicht angenommen wird, dann muss man das auch ändern oder sogar einstellen. Allerdings, ich hatte schon gesagt, wir sind noch in der Konzeptphase und in der Verhandlungsphase mit den Partnern. Ich hoffe, wir kommen da zum Erfolg und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.